Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge machen wir weiter in der Liga 4, da ich leider in der letzten Folge ja im Team of the Year Cup im Halbfinale rausgeflogen bin. Quasi in der letzten Minute, sehr, sehr ärgerlich. Und jetzt geht's hier weiter in die Liga. Und für diejenigen, die ganz genau aufgepasst haben, die werden sehen, dass ich eine Niederlage mehr habe. Das liegt daran, dass ich eine Folge schon aufgezeichnet habe, die habe ich euch aber nicht gezeigt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich verloren habe. Okay, das ist jetzt nicht der Punkt gewesen, sondern dass zeitgleich auch noch draußen jetzt eine Baustelle begonnen hat, wo dann mitten in der Folge der Presslufthammer angefangen hat. Ich glaube, das hat man nicht zwingend in der Aufnahme gehört, aber ich war dann einfach irgendwann so mies gelaunt dadurch, weil das ist einfach ein Stressfaktor, weshalb ich dann einfach wirklich sauer war, mies, weil das Spiel natürlich auch nicht gut lief. Ich habe 3-4, glaube ich, verloren, genau, und es hat einfach keinen Sinn und Zweck, sowas euch zu zeigen, weil das macht keinem Spaß, wenn ich da wirklich einfach nur wirklich mies drauf bin. Und von daher habe ich dann mich dagegen entschieden, das Ganze zu zeigen. Ich habe wieder mit dem Team hier gespielt. Da werde ich dann auch, wenn ich das nächste Mal mit diesem Team spiele, was Neues vorstellen, weil ich eigentlich der Meinung bin, das bringt eine Verbesserung. Aber jetzt spielen wir in dieser Folge mit dem Team, was ihr schon kennt. Wobei, da ja auch zwei neue Leute dabei sind, nämlich einmal Aubameyang und einmal Sturaro. Die habe ich neu gekauft für dieses Team und jetzt suchen wir uns den Gegner. Da haben wir ihn auch und das ist Marcel Gaming TV. Das hört sich irgendwie so extrem danach an, als ob er einen YouTube-Kanal hätte. Kann ja durchaus sein, also das wäre so ein typischer Name für einen YouTube-Kanal. Und ja, jetzt gucken wir uns erstmal das Team an. Das ist ein 4-2-3-1 mit der Offensive aus der BPL. Und dann hat er links hinten Bundesliga und rechts hinten hat er Serie A. Also drei verschiedene Ligen am Start. Dazwischen gar keine Verbindung. Und ja, diese Baustelle muss ich nochmal, da will ich nochmal kurz was zu sagen. Die wird ziemlich nervig und leidig. Da werden wahrscheinlich komplett Wände eingerissen werden. Da werden neue Sachen gebaut. Heute war schon mehrfach Presslufthammer im Einsatz und auch ein Bagger. Ich sehe relativ düster für die nächste Zeit, weil, boah, das ist natürlich echt ein extremer Stressfaktor. Ich hab schon richtig Bammel vor dieser Baustelle. Komm, Müller, schlänzen einfach mal rein. Müller? Nein, leider. Aus so einer Situation muss man irgendwie mehr machen. Da müsste ich mich nochmal irgendwie fragen, was man da eigentlich besser machen kann. Weil da bin ich der Meinung, dass da, mehr möglich ist. Das ist jetzt gerade nicht ganz so günstig. Anyways. Ja. Die Baustelle, die wird ein richtiger Pain in the Ass. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Ah, schade. Hätte ich ein bisschen schneller verarbeiten können mit Dybala und dann hätte ich vielleicht die Möglichkeit gehabt, selber aufs Tor zu ziehen. Oh, das macht er schön. Das macht er richtig gut. Gasola, ist der schnell genug? Nein, Bernard ist da. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt auch in dieser Folge jetzt nicht noch irgendwann wieder der Presslufthammer beginnt. Oh, schöner Ball auf Mertens. Und den lupfen wir. Sehr lang, sehr schön. Boah, Buffon aber richtig gut gehalten. Ja, da hat er gut angetäuscht, dass er den Torhüter rausholt. Und von daher hat er mich verarscht. Schade. Finde ich nicht so gut. Hier sieht gut aus. Sieht gut aus! Und Manolas mit dem 1:0 per Kopf über eine Ecke. Ey, ohne Witz. Ich glaube, das ist so mein fünftes Eckentor bis jetzt in FIFA 16 in der Folge, habe ich das Gefühl. So wenig Eckentore. Ich bin über Ecken so ungefährlich. Warum er da am Anfang immer einfach nur durchläuft, kann ich mir jetzt gerade fast schon denken. So, die Baller. Leider verliert er den Ball. Oh ja. Oh. Oh, was? Jetzt habe ich gerade was falsch eingegeben. Aber es funktioniert recht gut. Leider bekommt Castro den Ball nicht verteilt. Hätte jetzt doch fast gesagt, dass ich da vielleicht sogar auch einen Freischuss bekomme. Eieiei. Das war recht riskant. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Ballrollen da auf den Außen macht, da läuft man auch schnell mal ins Aus. Solche Aktionen verstehe ich nicht. Ich meine, das ist jetzt gut ausgegangen, ne? Aber was hat denn bitte Castro da gemacht? Der Ball ist ungefähr wirklich 2 Sekunden unterwegs in der Luft und er bekommt dann den Ball nicht angenommen. Er bekommt den, im letzten Moment macht er... Oh, scheiße, der ist gut. Ach. Im letzten Moment macht dann Castro da irgendwie so... Ich weiß nicht, wie ich einen Ball annehme.
Nein, er hat richtig gut gespielt auf Diego Costa. Sehr, sehr starker Pass. Hätte schon im letzten Spiel, also das, was ich euch nicht gezeigt habe, ein Gegner, der extrem starke Pässe gespielt hat, und hätte David Silva und auch, glaube ich, Santi Cazorla. Vor allem natürlich Özil, den jetzt hier noch zusätzlich hat, ist natürlich auch ein extrem starker Passgeber. Haben wir jetzt gerade einen Versuch, aber hat nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, da wäre es mal geil, einfach nicht diesen Ball zu spielen, sondern einfach in die andere Richtung wegzugehen, weil er genau das nicht verteidigen wird. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Oh, schade. Wenn das geklappt hätte, es wäre so ein geiles Tor gewesen. So schön durchgesteckt von Müller auf Castro. Dann dieser cheeky Lupfer quasi. Oh, bin ich ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat. Da steht ein Meter neben ihm einer, aber er spielt dann doch lieber den Ball, der 5 Meter wegsteht und gedeckt ist. Das ist schön. Das ist klasse. Der ist aus, hoffentlich, genau. Ah, schade, dass das eben gerade mit Castro nicht geklappt hat. Ich traue mich da in so einer Situation, habe ich mich jetzt nicht getraut, einen ganz normalen Abschluss zu machen, weil ich das Gefühl hatte, dafür ist Castro nicht stark genug vom Tor. Und da hatte ich mir gedacht, so vielleicht mit dem Lupfer gehe ich diesem Problem sehr schön aus dem Weg. Jetzt vielleicht noch was. Ja. Jetzt durchgesteckt auf die Baller. Oh, den lupfen wir. Der kommt. Mann! Jetzt muss doch mal einer von denen drin sein. Ach. Nein, der ist schlecht. Der ist aber auch. Och ja! Wird abgefangen und landet dann perfekt im Fuß vom Gegner. Sowas kann ich ja besonders leiden. Von Aubameyang habe ich bis jetzt noch gar nichts gesehen. Das sieht aber auch daran, dass ich bis jetzt sehr wenig im Spiel eingebunden habe. Sehr schöner Ball auf Müller. Ja, hat er. Da. Ja. Ach. Verdammt. Sehr gut von Manolas. Richtig geil. Ah, und dann verkacke ich es mit Dybala. Oh, er verkackt es mit dem anderen. Müller? Nee, hat er nicht. Kriegt er nicht. Gegner spielt nicht schlecht. Ich tue mich schwer momentan. Kombinieren, also es ist eine richtige Herausforderung, gegen ihn zu kombinieren. Er verteidigt nämlich prinzipiell nicht schlecht. Also man kann auch sagen, er verteidigt... Gut. So schlecht gerade von Bernard. Soll eine Schuster schon zur Ballannahme werden? Oder eine Schuster schon generell nach der Ballannahme? Schön. Na. Ah. Na. Ah. Jetzt kann er wieder durchstecken und es wird wieder ein Tor. Ach. Mann! Zweimal verkackt in der Verteidigung und er macht zweimal ein Tor. Come on! Da geht doch was. Ich weiß ganz genau, was passiert. Trotzdem gelingt es. Das nervt mich. Also gut, beim ersten nicht. Da wusste ich nicht, was passiert. Aber eben gerade wusste ich genau, was passiert. Und ich habe 65% Ballbesitz. Und er hat 2 Schüsse aufs Tor und macht 2 Tore. Das kann's nicht sein, ey.
Komm, die Baller macht den rein. Ah, komm, 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 komm. Oh. Ja, konnte ich jetzt gerade nicht schlänzen. Deswegen dann auch kein Tor mit die Baller. Ist recht einfach. Nee, für so eine Situation fehlt die Baller so ein bisschen die Schusskraft. Wow, da ist er, stand er nicht ganz so gut, finde ich, für die Verteidigung von dem Skill-Move. Und ich nehme den recht hart mit dem Körper auf, muss ich sagen. Boah, sehr schnell. Hat er gut gemacht. Schöne doppelte Schusstäuschung. Und Diego Costa lässt sich solche Chancen nicht entgehen. Schon der dritte Treffer von ihm. Ja, also man muss halt sagen, die Chancen, die er hatte, sind halt wirklich absolut hundertprozentige. Meine Chancen, die waren auch nicht schlecht, aber seine waren ein bisschen besser. Jetzt komm! Den muss er dann machen! Das kann's einfach nicht sein! Irgendwann müssen doch auch mal diese Dinger reingehen! Ich kann doch nicht 5 Stück davon haben und keine einzige davon nutzen! Das kann's doch nicht sein, ey! Das ist so schön gespielt! Das muss doch belohnt werden, ey! Mach doch nicht so einen fucking Grätschpass, ey! Puh. Ja, wo habe ich denn jetzt gerade einen Foul gemacht? Wo habe ich da jetzt gerade einen Foul gemacht? Erklär es mir! Starke Ballmitnahme, Müller. Richtig gut gemacht. Richtig viel Tempo dabei verloren. Bei einer einfachen Ballannahme in den Fuß hinein verlierst du so viel fucking Tempo, das ist einfach lächerlich. Aubameyang ist leider viel zu schnell. Ah, das mache ich schlecht. Aber da war so viel mehr drin. Gute Verteidigung von Rodriguez. Die war super wichtig. Ansonsten, ich hätte mich jetzt rechts rum gedreht und hätte dann auf Mertens gespielt. Oh ja. Come on. Ja. Ich bin einfach fahrlässig mit den guten Situationen. Nicht nur Chancen, sondern gute Situationen in diesem Spiel. Ja. Ich denke, das Spiel werde ich verlieren, weil ich einfach die Situation nicht mache. Er verteidigt das immer bis zuletzt gut, sodass ich dann auch, selbst wenn ich in guten Situationen bin, nicht hundertprozentig zu einem sauberen Abschluss komme. Beziehungsweise manchmal dann schon, aber in vielen Situationen, wo ich vieles richtig mache, macht er auch noch in der Verteidigung vieles richtig, wodurch dann auch einfach in vielen Situationen nicht die hundertprozentige entsteht. Das muss man ganz klar ihm zugute halten. Sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Ah, das war schlecht. Von daher, Respekt da an ihn soweit. Er trägt da auch, ist jetzt nicht nur, dass ich sage, oh, das ist Pech und das mache ich schlecht, sondern er macht da auch einfach vieles in der Verteidigung noch richtig und korrigiert dann die Situation einfach entsprechend gut, auch wenn sie gut aussehen. Und dann halt vorne war er bis jetzt eiskalt und hat das 3-1 zum Beispiel auch mit Costa gut gemacht. Kann ich nichts sagen, also da... Oh. Nice. Nice, 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 nice. Und das ist wieder Dybala, wie wir ihn kennen. Chance, Ball auf den linken Fuß, Schlenzer, Tor. So. Wir haben noch ein bisschen was.
Das ist Quatsch, was er da macht, immer am Anstoß. Ja. Och, komm on! Steh auf! Und jetzt lang das Teil. Auf, Müller. Annehmen. Tor. Not. Castro. Castro, kämpfen, siegen. Oh, spielt er den risikoreich. Schön. Ja. 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 Nein! Sturaro, du Vollidiot! Da musste ich mich mal kurz abreagieren, weil ein Spieler von mir im Schussweg stand und den Schuss blockiert hat. Wo man hätte sagen können, das ist eine gute Chance. Was ist denn jetzt? Gut, dass er noch das Abseits pfeift. Das war mir jetzt gerade sehr wichtig. Denn ich hatte jetzt gerade nur danach die Gelegenheit, auf meinen Stürmer zu spielen. Und neben mir stand der andere Stürmerpartner. Ich hätte eine schöne Doppelpass-Kombination spielen können. Aber nein, nein, es ist sehr wichtig, dass wir jetzt hier den Freischuss in der eigenen Hälfte bekommen. Vielen Dank für diese Schiedsrichterentscheidung. Sie hilft mir sehr viel weiter. Ich finde das großartig. Gute Entscheidung von diesem Schiedsrichter. Es ist wichtig, dass man auch diese Absatzsituation ahndet. Ahnden muss man diese Situation, weil ansonsten, wo kommen wir denn dahin, wenn das nicht gepfiffen wird? Und nicht einen Vorteil laufen lassen wird. Nein, wo kommen wir denn dahin? Das muss gepfiffen werden. Wichtig! Konsequent muss das gepfiffen werden. Guter Einsatz vom Schiedsrichter. Großartig. Keine Konterchancen zulassen. Ganz, ganz wichtig vom Schiedsrichter. Das Abseits, das muss gepfiffen werden. Großartig. Und auch großartiger Einsatz von Sturaro. Ich bin mit Aubameyang bei 10, 11 Metern alleine vom Tor. Da ist es dann wichtig, sich in die Schussbahn zu stellen. Weil ansonsten könnte ja der Mitspieler ein Tor erzielen. Er ist ja alleine frei vom Tor. Da ist es dann ganz wichtig, in solchen Momenten die Ruhe zu bewahren und zu schauen, ah, er schießt ins lange Eck, alles klar, da komme ich noch dazwischen und kann diesen Schuss blockieren. Gut gemacht, Sturaro. Und auch gut gemacht, Schiedsrichter. Das ist klasse. Und mit 39% Ballbesitz und 3 Schüssen aufs Tor gewinnt der Gegner dann hier auch verdient. Da kann man nicht lang drum herum reden. Das ist gut, das ist klasse, das freut uns alle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich hatte jede Menge Spaß. Und ja, es scheint so, dass ich anscheinend noch den Aufstieg hier auch noch verkacken werde, wenn es so weitergeht. Nächste Folge spielen wir mit dem neuen Team. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Wenn es so weitergeht, werde ich halt hier irgendwann bald was kaputt machen. Alles klar, die Folge ist jetzt nicht so ausgegangen, wie es mir vorgeht. Oh, eieiei, wie Sturaro da eben gerade in den Schussweg reingelaufen ist. Das kann nicht sein Ernst gewesen sein. War's aber. Gute Arbeit. Egal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, da läuft es wieder besser. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Da wird sie halt echt abgebaut. Das muss man auch mal... Oh! Fuck, Alter! Ja, Mann! Ist das...